Herzlich willkommen, wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Der durchschnittliche Europäer, Europäerin häuft in seinem Leben an die 10.000 Gegenstände an und dennoch wollen die Menschen immer mehr und mehr. Und die Stimmen, die vor negativen Konsequenzen von zu viel Besitz warnen, die werden auch im Laufe der Zeit immer lauter. Und daher stellen wir uns heute die Frage, ob Besitz eine Belastung ist oder eine Bereicherung. Ich darf Ihnen meine Talkrunde vorstellen. Da wäre mal Max. Er ist der jüngste Unternehmer Österreichs. Gerade 16 Jahre alt und möchte im Leben auf nichts verzichten. Ganz im Gegensatz zu Charlie, für den materieller Besitz für sein Glück keine Rolle spielt. Anton hat sich mit dem Kauf einer Burgruine einen Kindheitstraum erfüllt. Die kleinen Buben, die Ritter sein wollen, gell? Aber genau das hat ihm einiges an finanzieller Energie abverlangt. Keine Option ist das für Hardy, dem Selfmade-Millionär, ist Liquidität wichtiger als Luxus. Schwester Ruth Elisabeth hat als Ordensfrau ein Armutsgelübde abgelegt. Trotz Freiheitsverlust hat sie ihren Schritt nie bereut. Das könnte Liane gefallen, die beim Shoppen immer gegen ihren inneren Schweinehund kämpfen muss. So weit kommt es bei Karl gar nicht. Er gibt zu, zuerst zu kaufen, bevor er denkt. Und ohne Besitz hätte er Angst, seine Erinnerungen zu verlieren. Ein sehr interessanter Gedanke. Und im Studio begrüße ich unseren Experten, den klinischen und Gesundheitspsychologen Dr. Magister Martin Fehlinger, der uns erklären wird, inwiefern es einen Zusammenhang zwischen materiellem Besitz und psychischem Wohlbefinden gibt. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen euch allen. Ich freue mich, dass ihr Zeit gefunden habt über ein, wie ich finde, sehr spannendes und wichtiges Thema, vor allem in Zeiten der Nachhaltigkeit, zu diskutieren, nämlich Besitz. Was bedeutet euch Besitz, Hadi? Wow, ja. Es kommt je nach Lebenssituation darauf an. Ich glaube, man verändert sich auch im Laufe des Lebens und Besitz. Am Anfang mit 16, 17 hatte ich andere Interessen, da hätte ich gerne andere Sachen in der Hosentasche oder ja. Und wenn man älter wird, dann findet man, glaube ich, eher den Weg zu sich und weiß eigentlich eher, was einem persönlich wichtig ist. Und den Besitz sollte man, glaube ich, anstreben oder wenn man es natürlich persönlich braucht, um erfüllt zu sein. Was besitzt du? Ein Herz, das reicht heutzutage eigentlich. Ganz einfach. Also ich kenne beide Seiten. Ich bin als Flüchtling nach Österreich gekommen. Also da war vom Besitz keinerlei die Rede. Woher? Aus dem Nordirak. Mhm. Und dann ging es eigentlich sehr schnell. Dann bin ich in die Schule gekommen, nebenbei gearbeitet mit 15, weil ich gemerkt habe, finanziell eben zu Hause, weil es, ja, das Nötigste war da. Wir waren glücklich, das war wichtig. Und dann bin ich da eigentlich auch, wie soll ich sagen, dem Besitz nachgerannt, weil ich es nicht so gekannt habe. Ich habe Freunde von der Schule gekannt, die zum Beispiel ein Eigenheim hatten oder man kann sich alles kaufen. Ich kenne auch mittlerweile sehr viele Leute, die sehr viel Besitz haben, sage ich mal. Und das war für mich immer so eine Parallelwelt. Ich habe da nicht einsehen können. Darum habe ich mir gedacht, ich muss mir die Erfahrung selber irgendwie machen und bin selber hinterhergerannt und ja, und jetzt kenne ich beide Seiten. Es muss nicht immer Besitz sein. Es ist ganz, ganz wichtig, persönlich selber zufrieden sein, den Prozess mit sich selber eigentlich umzugehen. Und dann ist Besitz nur eine Bereicherung fürs Leben, aber jetzt nicht essentiell zu sagen, jetzt fühle ich mich besser, sicherer. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also, und jetzt vom Materiellen her, besitzt du an Unternehmen wie viele? Es sind doch mehrere, weil ich mit meinem Bruder gemeinsam arbeite. Ja. Das sind verschiedene Branchen, von der Gastronomie, Bekleidungsmarke, eine Agentur, also App, ja, es sind mehrere. Okay. Muss ich jetzt aufzählen, ja. Gut, und lebst du in einer Wohnung, in einem Haus? In einer Wohnung. Ja, wie groß? Die hat 110 Quadratmeter. Mhm. Eine Loftwohnung, eine schöne, ja. Was besitzt der Anton? Boah, das ist eine schwere Frage. Ich bin Pensionist, ich besitze gar nichts. habe mir zur Pension Burgruine gekauft, weil ich mein Handwerk
ein bisschen testen, weiterbilden möchte. Mein Handwerk als Gewölbemaurer. An sich war ich Lehrer bis zu meinem 62. Geburtstag und habe aber mit 50 über die Ausbildung, mein Hobby eigentlich, mein Hobby der Gewölbemaurerei, professionalisiert. Und mit 62? Mit 50 habe ich das professionalisiert. Okay. Habe Maurerlehre nachgemacht, habe Baumeisterprüfung nachgemacht. Und seitdem habe ich eine kleine Firma gehabt, wo die österreichweit Burgenruinen repariert, herrichtet, Gewölbe macht. Auch in Bayern sind wir unterwegs. Ja, und zur Pensionierung habe ich mir den Wunsch der Kindheit erfüllt, indem ich mir eine alte Burgruine aus dem 16. Jahrhundert gekauft habe. Und es ist eine Bereicherung für mich. Wie kommt man auf die Idee? Also wie, auch als Kind, ich meine, dass man wirklich eine Burgruine kaufen möchte. Fragt der Max. Naja, weil man keine Burg leisten kann wahrscheinlich. Naja, das ist, das ist ein Argument. Für mich als Handwerker ist es sehr spannend. Wir haben jetzt eine Renovierungsphase vor 4 Wochen hinter uns wieder. Eine intensive Renovierungsphase. Haben sehr viel Gewölbe gefunden, teileingestürzte Gewölbe. Herrlich. Also vom Geld rede ich jetzt nicht. Das ist, es ist abseits von Geld einfach eine Bereicherung. Vielleicht war ich im früheren Leben einmal ein Ritter oder ein Mönch. Ich weiß nicht, ich fühle mich in Gewölben sehr wohl. Aber fühlst du dich auch dort, an diesem Ort, so wohl? Ja. Wo steht die Burg? Ruine? In Terwart, ja. Zwischen Randeck und Scheps, im kleinen Erlauftal. Und ja. Und was kostet sowas? Kosten tut die Ruine selber nichts. Ja, schon. Grundpreis und ein bisschen was. Aber das Vielfache an dem, was die Ruine mit dem Grund gekostet hat, also das Renovieren gekostet, das Freilegen, Freischneiden, Archäologie, Laserscan-Aufnahmen und wir arbeiten da, wir müssen mit dem Bundesdenkmal zusammenarbeiten, wir arbeiten gern zusammen mit einer, aber es ist einfach faszinierend. Faszinierend, aber nicht das, was den Max scheinbar so fasziniert. Also ja. Zumindest würdest du dir mit deinem verdienten Geld nicht eine Burgruine kaufen? Naja, also ich schließe jetzt gar nichts aus, aber darauf wäre ich einfach nicht gekommen auf jeden Fall. Ich habe, seit ich irgendwie ganz klein war, ich kann nicht sagen, seit ich ein Kind war, weil ich bin sozusagen noch ein Kind, aber seit ich irgendwie sehr klein war, habe ich immer gern Dinge gesammelt. Also ich habe wirklich alles gesammelt und dann ist irgendwann meine Mutter in mein Zimmer gekommen und hat gesagt, willst du das nicht weghauen? Und ich habe mir gedacht, nein, ich will das irgendwie alles sammeln und ich will von allem viel besitzen. Das hat sich natürlich dann auch irgendwie geändert, weil im Laufe der Zeit wird man immer vernünftiger, auch vor allem in den Jugendjahren passiert da ja jedes Jahr ein bisschen was. Aber ich glaube immer noch, dass man sich mit Besitz, wie eben da auch schon gesagt wurde, ja, dass man sich einfach Träume erfüllen kann und dass es von dem her auch eine Bereicherung sein kann. Du bist der jüngste Unternehmer Österreichs. Also du verdienst mehr als deine Familienmitglieder. Ich weiß jetzt nicht, alle zusammen oder zumindest. Wer hat dir den Gehaltscheck gezeigt? Ich habe meine Informanten. Was machst du beruflich? Wann hast du begonnen? Ich habe mit 13 Jahren, also vor 3 Jahren, begonnen, mein erstes Unternehmen zu gründen. Da habe ich eine PowerPoint-Agentur gemacht. Also ich bin zu Unternehmen gegangen und habe gesagt, ich gestalte PowerPoint-Vorlagen. Und dann hat sich das halt gewandelt sozusagen. Ich habe immer wieder neue Ideen gehabt und jetzt mache ich seit 1,5 Jahren Social Media Marketing. Das heißt, ich helfe Unternehmen in den sozialen Medien zu wachsen und eine Präsenz aufzubauen. Ja, Hardy, ja, da kannst du was abschauen. Der ist noch schneller als du. Ha? Jedem das eine, wenn der Spaß der Burg. Ja, mit Aufbauen von Burgen habe ich nicht so viel Erfahrung. Aber Social Media Account für die Burg erstellen. Genau. Ja, lässig. Dass sie berühmt wird, ja. Interessant ist die Tatsache, dass du nichts wegschmeißen wolltest. Und ich nehme mal an, dass deine Mutter auch nichts weggeschmissen hat. Oder hat sie manchmal so, während du in der Schule warst, mal was eliminiert? Nein, das nicht. Das muss ich ihr lassen. Aber das schmerzt dir.
Es ist, ich bin sentimental gegenüber Dingen, das muss ich schon zugeben. Ja. Da versteht dich der Karl sicher ganz besonders gut. Ich sage nicht Karl, ich sage Karl, weil du sehr quasi im Amerikanischen, mit den Bräuchen, mit der Musik vor allem. Was machst du beruflich? Ich hatte zwei Berufe. In meinem bürgerlichen Beruf war ich 33 Jahre lang Lehrer an einer AHS, Sprachlehrer. Und mein zweiter Beruf, den habe ich viel früher begonnen und mache ihn immer noch. Ich bin Musiker. Meine Lieblingsmusik ist Country Music, amerikanische Musik, Folk Music. Ich wollte gerade fragen, wie der Charlie aufgewachsen ist. Nein, das glaub's gar nicht. Wir sind aufgewachsen, wir waren ein ganz kleiner Bauer, ganz kleiner Bauer gewesen. Sieben Buben. Und wir haben nichts, hast du auch nichts gehabt, wir haben das Essen gehabt. Wir haben ein Schlafen gehabt und wir haben ein Haus gehabt. Aber Luxus haben wir nicht gekannt. Aber wir waren zufrieden und waren eine Familie. Das ist bei uns weg gewesen. Wir haben alle zusammengehalten, oder? Und das haben wir, aber wir sind geboren für 60 bis 67, jedes Jahr. So dahin, oder? Wie die Orgelpfeifen. Ja, wie die Orgelpfeifen. Und das war, wir sind aber selbstständig geworden. Nicht so wie heute die Jungen. Möchtet ihr nicht auch rein jetzt? Wir sind selbstständig geworden, wir waren zufrieden, was wir gehabt haben, wir haben die Natur genossen, wir haben nichts gehabt zu spielen, das war mir selber. Und das auch, wir haben jeden Beruf gelernt. Und dann bin ich mit 20 Jahren, seit du für Steiermark, bin ich mit 20 Jahren weg nach Tirol. Bin jetzt mit 40 Jahren in Tirol. Da haben wir ein Haus gebaut, haben einen Grund gekauft. Hat zwar nette Kinder, weil ich stolz bin. Und wie es ins echt gut gegangen ist, kannst du sagen, ist meine Frau gestorben, oder? Voriges Jahr, oder? Bist schuldenfrei, hast alles, was du willst, oder? Kann ich sagen, nichts, stirbt die Frau weg. Und nachher, das ist das. Mein Reichtum ist mir eine Familie. Weil stolz kann ich auf die Kinder, sind selbstständig schon. Und nachher kommt das dazu, oder? Und dann bist du arm. Das heißt, der Besitz ist bei dir, hat ideelle Werte, also Familie, dieses rundherum. Nest. Und keiner muss für den Herzen alles. Alles für den Herzen kommen. Ne? Das ist das, oder? Das ist das, ja. Ein reicher Mensch hat für mich die Gier. Der will immer mehr. Kommt auch drauf an, reicher Mensch. Aber nein, reich und reich ist Unterschied. Meinst, ja? Die wirklich Reichen kennen wir nicht. Ja. Wir kennen die Monen Reichen. Darum ist in Österreich der Eure gekommen. Weißt du warum? Dass die kleinen Millionäre weg sind. Ja, das ist es. Aber zum Beispiel, das kennt der Hadi schon auch. Also Familie. Ich bin auch mit Werten aufgewachsen, von der Familie aus, Großfamilie. Ja, aber ich sag dir anders. Wir sind in Österreich aufgewachsen, du bist woanders. Die Mentalität allein schon. Oder? Also ich würde sagen, die Jugend oder die Zeit, die mich geprägt hat, da bin ich schon hier aufgewachsen, das habe ich schon mitbekommen. Weil am Ende sind wir doch Menschen und man hier aufwächst, da natürlich sind die kulturellen... Ganz anders. Aber Familie ist überall Familie dasselbe. Familie ist Familie am Ende, oder? Zusammengehörigkeit ist dort und da dasselbe. Familie. Aber ich möchte gerne noch einmal den Karl fragen. In deiner Höchstzeit, wie viele Autos hattest du da? Ich bin unschuldig. Ich glaube, es waren 10 oder 12. Oh, Wahnsinn. Aber du konntest ja nur mit einem fahren. Man kann nicht. Siehst du, wie umweltfreundlich ich bin? Ich habe 9 Autos aus dem Verkehr gezogen. Sehr gescheite Antwort. Du sagst ja auch, du hast ganz viele Sachen mitgenommen, weil du lange Zeit in Kanada gelebt hast. Und das Kanada, kannst Alaska. Du, genau, Alaska. Das kannst du gar nicht weggeben, weil da sind Erinnerungen dran. Lass uns darüber gleich reden. Ich glaube, die Liane versteht dich sehr gut, weil du dich auch nicht wirklich so leicht trennst, obwohl du es von Tag zu Tag besser schaffst. Ihr habt einen Tauschkreis bei euch. Ja, genau. Ja, ist richtig. Also ich bin heuer umgezogen. Und wenn man umzieht, dann wird einem sehr bewusst, was man alles hat. Und es wird einem noch mehr bewusst, was man alles nicht braucht. Weil man fördert Dinge zutage, von denen hat man eigentlich gar nicht mehr gewusst, dass man es besitzt. Und dann frage ich mich schon, was mache ich jetzt damit? Aber denkst du nicht, das könnte ich in ein paar Jahren brauchen? Mhm. Also bei manchen Sachen vielleicht, aber andere Dinge, die Schallplattensammlung, ich habe keine Schallplattenspieler, aber ich kann mich nicht trennen. Also das ist zum Beispiel eine Geschichte, wo man denkt, nein, also die kann ich doch nicht hergeben, weil damit sind auch für mich Erinnerungen verbunden an die Jugendzeit etc. etc., Songs, die ich vielleicht 100 Mal gehört habe, weil sie mir damals so gefallen haben. Also
diese Schallplattensammlung, ich weiß nicht, was ich tue damit. Sie ist verpackt, sie steht im Keller und da bleibt sie. Ist ja irgendwie wahnsinnig, aber so ist es halt noch. Na, vielleicht kommt sie ja mal wieder. Ist ja nichts. Na, vielleicht kommt sie ja mal wieder. Also es wäre ja eine Möglichkeit, man kann sie ja an Schallplattenspieler kaufen. Es gibt ja welche, aber das will ich nicht. Ich will nicht wieder was kaufen. Dann habe ich damit, wieder ein Drum mehr zu Hause stehen, was ich dann vielleicht brauche oder auch nicht. Ne? Liane, und beim Gewand, wie schaut es da aus? Naja, das ist auch so eine Sache. Ne? Wie soll ich sagen, ich könnte wahrscheinlich 5 Frauen einkleiden. Ne? Und da ist wieder der Tauschkreis super, weil wir tauschen. Wir machen auch Kleidertausch-Events und solche Geschichten. Also da kann man die Dinge, die man wirklich loswerden will, dort zur Verfügung stellen. Und ich bin wirklich froh, wenn jemand kommt und sagt, ah, das gefällt mir, das Stück, das will ich haben. Also wir tauschen Gegenstände, aber auch Dienstleistungen, also Man kann da zum Beispiel anbieten, naja, mir gefällt das Gewand so gut und ich bügel dafür der Wäsche oder wie auch immer. Ne? Also so agieren wir untereinander und das ist eine tolle Sache. Und beim Einkaufen mit dem Gewand, also jetzt mittlerweile mache ich es oft so, die Gier ist ein Hund, haben wir schon gehört. Und mir geht es auch so, die vielen schönen Dinge in vielen schönen Farben und der hundertste Schal. Und manchmal gehe ich durchs Geschäft, sammle alles ein, was mir gefällt, probiere alles an, dann habe ich mich mal drinnen gesehen, bin glücklich und zufrieden damit und hänge es wieder zurück. Und gehe erleichtert, wirklich erleichtert aus dem Geschäft und bin froh und denke mir, Gott sei Dank habe ich mir das alles nicht gekauft. Und das alles hat sich jetzt unsere liebe Schwester Ruth angehört und denkt sich, was redet denn die da? Du hast dich mehr oder weniger, liebe Ruth, komplett getrennt eigentlich von allem Besitz, als du in den Orden eingetreten bist. Mhm. Ja, also so im Grunde genommen kann ich das so sagen. Also ich hatte vorher schon, also ich habe 15 Jahre vorher gearbeitet, von daher hatte ich eigene Wohnung, Eigenständigkeit, Auto und so weiter. Und es war dann schon so der Schritt beim Eintritt in die Gemeinschaft, wirklich ganz gründlich auszusortieren, was nehme ich wirklich mit. Und es war für mich, also dadurch, dass der Schritt dahin für mich so stimmig war und einfach ein Gezogenwerden so stark da war, war so vieles von dem Materiellen so unwesentlich geworden. Also einfach zu merken, ich konnte das ganz locker leicht herschenken. Ich freue mich heute noch, wenn ich dann in Wohnungen komme, wo mein Esstisch steht oder meine Gartenstühle, die einfach Freunde genommen haben, weil sie noch Bedarf hatten. Und das ist total schön. Und ich habe dann wirklich mich auf ganz wesentliche Sachen beschränkt. Es waren schon auch gewisse Erinnerungsteile dabei, aber alles Große musste weg. Ne? So, aber das ging auch leicht. Und wie ist es mit Taschengeld oder mit Geld, mit Gehalt? Hast du am Ende des Monats noch, also quasi kriegst du Gehalt oder? Nee, also ich bin in eine Gemeinschaft eingetreten, wo es so, also es nennt sich eine kontemplative Gemeinschaft, also eine Gemeinschaft, wo wir nicht erwerbstätig sind, sondern so der Schwerpunkt unseres Lebens das Gebetsleben ist. Und dadurch, dass wir nicht erwerbstätig sind, haben wir also auch keine regelmäßig fließenden, zuverlässigen Einnahmen, von denen wir leben, sondern leben da auch ein gutes Stück in Abhängigkeit von Menschen, die uns oder unsere Lebensweise unterstützen. Und wie heißt die Gemeinschaft? Schwestern der Heiligen Clara. Okay. Und du lebst in einem Kloster oder in einer Wohnung? Also ich selber lebe in einem Kloster, das uns aber nicht gehört. Also das ist so ein Grundpfeiler unserer Gemeinschaft, dass wir also keine Gebäude besitzen. Das heißt, wir leben tatsächlich also in Wohnungen oder, also ich selber lebe in einem Kapuzinerkloster. Also wir bewohnen dort ein kleines Teil. Und wie viele Schwestern gibt es dort? Bei uns in Bregenz, wir sind zu 6 im Moment und die Gesamtgemeinschaft besteht auch nur aus 17 Schwestern, also darf man sehr klein Und wie viele Paar Schuhe hast du? Aber das, also Paar Schuhe kommen schon zustande, weil ich zum Beispiel sehr gerne in die Berge gehe und allein deswegen halt auch so spezielle Sachen oder... Also da müsste ich jetzt nachzählen. Das ist ja leicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe 5 Paar Schuhe, das wäre zu wenig. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein neues Paar brauchst, weil auch so Wanderschuhe nutzen sich irgendwann mal ab, wer zahlt die dann oder wie musst du da vorgehen? Also die zahlt die Gemeinschaft. Mhm. Und ich meine so, mein Filter ist halt zu schauen, brauche ich ein Paar Schuhe? Also ist jetzt nur die Mode anders oder sind sie abgelaufen? Und das sind so, das denke ich, das... Also ich meine, ich war auch vorher in Verhältnissen, wo ich nicht Unmassen an Geld hatte oder wo ich schon immer sehr bewusst auch mit meinen Sachen umgegangen bin. Von daher war das für mich jetzt nicht die große Veränderung, sondern es ist schon
ja, es ist jetzt schon so der eigene Filter, was brauche ich wirklich? Aber das, was ich wirklich brauche, das kann ich mir auch kaufen. Der Karl hat gesagt, also an diesen ganzen Gegenständen hängen Erinnerungen. Und du hast, Karl, ein bisschen Angst, dich zu lösen von diesen Gegenständen, sonst könntest du vielleicht diese Erinnerungen vergessen. Angst vielleicht nicht. Kurz dazu zu sagen, auf meinen vielen Reisen nach Alaska zu Eskimos, zu den Indianern, war ich unterwegs mit Rucksack, 40 Kilo über die Berge marschiert und einem Paddelboot, Kajak. Das heißt, ich brauche nichts, monatelang. Nichts kaufen, nichts sehen, nichts tun, außer paddeln, Gottes Natur zu erleben. Jeden Tag in der Früh den Sonnenaufgang, am Abend den Sonnenuntergang, mein Camp aufbauen, fischen. Das reicht zum Leben. Mhm. Aber wenn ich nach Hause komme und meinen täglichen Job mache, das ist ein ganz anderes Leben, was mir wesentlich weniger Spaß macht als die Verwirklichung in der Natur, wie die Welt vor Millionen von Jahren war. Wo ich bin, da gab es keine Autos, keine Elektrizität, keine Menschen, keine Flugzeuge, nichts. Nördlich vom Polarkreis, Brooks Range zum Beispiel, bis zum Eismeer. Und das ist so ergreifend, so erbauend. Und ich habe von den Leuten so viele schöne Sachen mitgekriegt, von Eskimos, Elfenbeinschnitzereien, die sie für mich gemacht haben, von den Indianern selbstgemachte Sachen. Ein Grizzlyfell von einer Grizzlybärfell von einer Eskimo-Frau, die das Baby Grizzly erschießen hat müssen, weil es auf der Toilette gesessen ist und sie wollte gerade reingehen. Er sagt, was mache ich jetzt mit dem Fell? Ich nehme es doch gerne. Und Elchgeweihe, das hing alles bei mir zu Hause dann und gaukelte mir das schöne Leben vor, was ich führen konnte, bevor ich eine Familie hatte, bevor ich ein Haus gebaut habe, wo ich jedes Jahr nach Alaska gefahren habe. Ich habe mir mein Haus gebaut, Ende der Alaska-Reise. Beides finanziell geht sich nicht aus. Im Haus hingen Walbarten, Geweihe, Indianerschmuck, Indianerteppiche, alles Mögliche, was ich bekommen habe. Ich würde trotzdem gern wissen, wie es bei dir zu Hause ausschaut. Wo ein Scout das? Also, dieses Haus. Allein schon die Autos, bitte, dieses Grundstück. Ja, wo steht das alles? Gell? Ja, ja, ja. Wo versteht man das alles? Naja, das war 2014, da war ich schon in Pension. Und das Haus war relativ groß. Das hat mit den Garagen alles in allem fast schon 700 Quadratmeter gehabt. Auf 3000 Quadratmeter Grund mit 5-6 Garagen. Aber alles selbst gebaut. Nicht um teures Geld. Wozu? Na, die Autos? Wozu? Naja, die haben sich so zufällig angesammelt. Ja, zufällig. So nach dem Motto, welches Pferd ich gerade habe. Zweites oder zehntes. Ich warte schon 2 Jahre, das Auto kommt einmal zu mir. Vielleicht geht es zufällig. Du glücklicher. Ja. Ja. Ich habe sie dann, wie ich im Jahr 2014 ausgezogen bin und mir eingebildet habe, ich muss kurz 3 Jahre nach Thailand auswandern überhaupt, habe ich das Haus vermietet und die haben gesagt, alles muss raus, was drinnen ist. Super. Ich habe die Autos verschenkt, ich habe sie verkauft, ich habe sie verschrottet. Jetzt habe ich eh nur noch 4. Hadi, wie viele Autos hast du? 1. Ja, oder ein zweites Auto, das ist unser Jetski. Ein kleines Auto für die Stadt. Ja. Du hast gesagt, du hast dich ein bisschen verändert. Also in Lebensphasen. Natürlich. War Besitz was anderes. Ändert sich mit der Zeit, genau. Also heute. Ist mir das nicht so wichtig, nein. Also ich verstehe den Ansatz in die Natur, zurück zum Ursprung. Aber da finde ich ganz wichtig die Balance. Also ich liebe das normale Leben auch, ich liebe Luxus auch. Ich glaub, was auch bedeutet Luxus? Dass es mir gut geht, so das Asset noch zusätzlich. Und da geht es gar nicht um die Intensität oder es jeden Tag zu haben, aber einfach sich selbst was zu gönnen. Wir sind ja auch Menschen, wir leben einmal und wieso nicht? Für was ist das ganze Schöne da auf der Welt? Was zum Beispiel gönnst du dir? Für mich ist das Essen sehr stark. Ich liebe es, gut zu essen, weil man auch sehr
verwöhnt mit der Mama, sage ich mal, aufgewachsen sind. Kochtechnisch, da sind wir sehr gesegnet vom lieben Gott. Und da, wenn wir dann gemeinsam mit der Familie dann essen gehen, dann kann man da ein bisschen mehr ausgeben. Aber ist und jetzt auch mitunter die Mama dann vielleicht zurück einladen. Natürlich und ihr auch ein goldenes Steak servieren. Das war zu meinem Geburtstag, zu meinem 30er. Ja. Was habt ihr da gemacht? Da waren wir in Dubai. Und dann, lustigerweise, habe ich vor ein paar Wochen ein paar Beiträge gesehen, dass ein Fußballer sich ein goldenes Steak gegönnt hat. Und ein goldenes Steak? Ja, es war eben mit Gold verziert. Und so, hey cool, wieso gibt es sowas? Wer isst das? Was kostet das? Wie schmeckt das? Und 30 wird man nicht immer. Und das war für mich der Anlass, es einfach nur zu probieren. Weil und das was kostet auch so ein goldenes Steak? Das war ein Tomahawk, das war noch für mehr. Das hat, glaube ich, kostet 600, 700 Euro. Das ist ja nicht so schlimm. Ja, aber es war 1,2 Kilo. Also da haben wir ein paar Leute dran gegessen. Ja, da waren wir schon mit der Familie, ja. Es war mit Gold belegt. Wie hat es geschmeckt? Na, Fleisch, also. Es war. Aber ja, aber Collecting Memories haben wir vorne geredet. Ich muss nichts mitnehmen. Ich speichere mal alles hier und hier ab. Und das geht im Leben bei mir. Du bist noch jung, ich vergesse schon. Okay. Hadi, warum würdest du nie in ein Kloster eintreten? Wer sagt das? Will ich auf jeden Fall eine Experience mal machen. Ja, Experiment. So vielleicht nach Indien und irgendwie ein Ashram. Oder, aber so wie das die wieso Schwester nicht? Ich bin noch jung, habe ich vorhin gehört. Ja? Kann noch vieles passieren. Also das wäre, aber du kannst zum Beispiel, entschuldige Ruth, du kannst jetzt nicht morgen hingehen und sagen, ich gehe wieder zurück ins Leben. Ich habe mich verliebt oder keine Ahnung, irgendwas. No. Also ich bleibe letztendlich frei. Natürlich geht es nicht ganz, ich meine, wenn ich jetzt von heute auf morgen käme und sage, ich möchte gehen, dann würden die anderen schon mal denken, ja, wie kommt es denn jetzt drauf? Und ich denke, das ist dann das Entscheidende, auch an so einer Stelle zuerst mal zu gucken, ist das jetzt mal ein kurzer Impuls oder habe ich gerade eine Krise Menschen, oder stimmt mir gerade irgendwas? Ja. Oder geht es da um eine grundsätzliche Entscheidung? Und ich meine, das ist so, ich denke, genauso wie man aus einer Beziehung nicht von heute auf morgen plötzlich, weil man gerade mal einen Flausen im Kopf hat, ausbricht, genauso wäre es für mich an der Stelle auch da, zuerst mal auch nochmal innezuhalten und zu gucken, was ist los? Geht es um was Grundsätzliches? Stimmt die Entscheidung nicht mehr? Oder wie gesagt, ist jetzt eine Krise, die auch ein Stück durchgegangen wäre. Das wäre mir persönlich zu viel zum Denken schon, aber manchmal muss man sich vom Leben einfach treiben lassen. Also wenn man alles hinterfragt 100 Mal, dann verliert irgendwie die Ästhetik, die Schönheit und wieso nicht? Es kann sich alles ergeben. Wenn wir uns jetzt alle in Gedanken für uns selber vorstellen, wie das wäre, so wie Schwester Ruth Elisabeth, einfach einem Orden beizutreten und dann sozusagen den ganzen Besitz bis auf ein paar wenige Gegenstände abzugeben, Liane. Na, es hat was Erleichterndes, der Gedanke in gewisser Weise. Aber ich glaube auch was Panisches, weil Ruth, war dir das, also ein Balance, bisschen war das schon seltsam, ne? Also es war für mich, das war nicht das, wo ich viel Gedanken mehr drum machen musste. Ich habe einfach gespürt, der ist etwas, was mich in meinem Leben weiterzieht. Super. Also ich meine, ich habe vorher, ich war Sozialpädagogin, ich habe in einem sozialen Brennpunkt gearbeitet. Also ich habe eine total sinnige Arbeit gemacht und mit ganz viel Herzblut auch und mit Freude und mit Engagement und es ist total gut gelaufen. Und trotz dieser sinnerfüllenden Arbeit zu spüren, da ist einfach noch etwas, was mich weiterzieht. Mhm. Was mich weiterzieht aus dieser Erfüllung hinaus in ein noch mehr. Ja, Max, du müsstest jetzt alles abgeben und dann halt, jetzt halt nichts. Ich würde es nicht aushalten, weil ich gehe gedanklich eher in die Richtung von Hadi, dass ich einfach verschiedene Sachen ausprobieren möchte. Und ich finde halt, es ist auch eine Sache des Respekts, ich würde das zum Beispiel nicht machen, nur um es auszuprobieren, jetzt in einen Orden einzutreten, einfach weil das ja jetzt nicht mehr nur eine Experience ist oder nicht nur ein einmaliges Erlebnis, sondern irgendwie eine Entscheidung, die man für sein gesamtes restliches Leben trifft. Du müsstest in keinen Orden. Du könntest genauso gut sagen, ich strebe nicht ein Haus und zwei Autos und tolle Urlaube und ich weiß nicht was nicht alles an Luxus an, sondern ich lebe in einem Tiny House und habe nur das Notwendigste. Also nicht 17 Fahnen, sondern genau eine. Mehr braucht man nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Ich fände es schon spannend, aber ich würde es nicht, fixieren wollen, dass ich das für den Rest meines Lebens mache. Du strebst eher an, dir was zu leisten und was aufzubauen.
und Dinge auszuprobieren. Also so viel wie möglich auszuprobieren. Da ganz wichtig, reisen, Barbara, wir sind Menschen, wir haben viele Facetten, das sollte man einsehen. Und manchmal mögt man es sparsam essen zu gehen oder sparsam zu kochen. Einmal möchte man gerne einen Luxusurlaub, einmal würde man gerne sich zurückziehen, damit man wieder sich erdet. Es geht alles heutzutage. Die Frage ist, Balance, finde ich. Was die Liane sagt, wenn man so zum Beispiel den Kleiderschrank durchforstet und Sachen wegschmeißt, die einem nicht mehr gefallen, das ist auf einmal so luftig. Auf jeden Fall. Nein, ja. Schon nicht nur das, sondern ich habe das Gefühl dann, also wenn ich so in die Reduktion gehe, und das ist ja mein Bestreben insgesamt, ja, einfach weniger Dinge im Haus zu haben. Und wenn man in diese Reduktion geht, und das hast du vorher auch so schön gesagt, du hast mehr Erfüllung bekommen. Du hast irgendwie gespürt, da ist jetzt noch was anderes und da kannst du mehr Erfüllung haben. Und das finde ich einen sehr spannenden Gedanken, zu sagen, ich durch die Reduktion bekomme ich Erfüllung. Warum? Weil diese ganzen Dinge, die rundherum so um mich herum aufgebaut sind, die bringen mich in Wahrheit weg von mir selber. Und wenn ich das weggebe, dann identifiziere mich nicht mehr über diese Gegenstände, die da sind in meinem Leben oder die Eitelkeiten und so weiter, sondern ich gehe viele, viele Schritte zu mir selbst und ich glaube, das ist es. So verstehe ich es zumindest. Und egal, welche Glaubensrichtung man jetzt ist, aber es ist einfach, glaube ich, so zur eigenen Quelle zu kommen. Und das finde ich einen wahnsinnig schönen Gedanken. Und ich glaube, ich kann gut nachvollziehen, obwohl ich in keinem Kloster lebe, was du gemeint hast mit, das ist mehr Erfüllung für mich. Obwohl es ja gar nicht so klingt. Also wenn man sagt, na, ich gebe was Paradox. Weg und dann habe ich mehr. Ne? Aber das ist so, das ist das Paradoxe daran. Ja? Weil wenn ich mich loslösen kann, dann bin ich ganz im Hier und Jetzt, so wie du das auch so schön gesagt hast, auf deinen Reisen, ja, das ist ja auch eine Reduktion auf das, was jetzt wichtig ist. Jetzt lebe ich in der Natur, jetzt muss ich die Ankel auswerfen oder was auch immer und auch Vertrauen haben. Aber Hadi, wenn man mehr hat, dann muss man ja auch mehr denken. Du hast jetzt so viele Unternehmen und dann... Die Sicherheit kommt durch die Erfahrung. Also mich bringt da jetzt wenig aus durcheinander. Jetzt war Corona auch, also wir hatten es unternehmerisch-technisch, das war jetzt doch ein hartes Jahr, aber am Ende ist es durch die Erfahrung, die wir gemacht haben, das gibt mir die Sicherheit. Ich brauche jetzt keine Eigentumswohnung oder irgendwas was zum Angreifen, dass ich sage, ich fühle mich sicher. Und das ist auch immer ganz unterschiedlich, Person zu Person, wann fühlst du dich sicher? Mhm. Und manche sagen, ich brauche das Sparbuch, manche sagen, ich brauche das Haus, manche sagen, ich brauche... Viele denken sich, wie hat es der geschafft? Ne? Sind geflohen aus dem Nordirak und wie kann man sich das aufbauen? Gearbeitet. Ihr seid ja nicht eben, ihr seid ja nicht mit den Millionen geflohen, nein, gar sondern nicht. Ihr seid mit gar nichts hergekommen. Ihr hattet auch hier nicht viel. Ich glaube, es kommt auch aufs Mindset einfach an, glaube ich. Ihr Mindset war damals schwer zu sagen mit 10, 11, da denke ich noch an kein Mindset. Ja, aber ich verstehe deinen Ansatz. Ob du überhaupt einmal den Ansatz hast, dass du sagst, ich kann es schaffen. Das war, also ich habe vieles jetzt darüber nachgedacht, weil die Frage wird mir öfters gestellt, wie ist es dann doch so schnell gegangen? Ich kann es nicht sagen. Innerlich hat es gesagt, mach's, ich muss arbeiten gehen. Was waren deine Jobs? Du hast als Schüler schon gearbeitet? Ja, Schüler, Fastfood-Ketten, Stiegenhäuser geputzt, Marktumfragen, dann in einer großen österreichischen Großbank dann im Nachhinein, Gastronomie sehr stark, als Barkeeper. Und alles neben der Schule? Neben der Schule, genau. Und dann maturiert? Maturiert, genau. Und dann ist mein Bruder mit 12.12.2012 genau in die Selbstständigkeit gegangen und ich habe nebenbei noch gearbeitet und studiert. Bis wir gemerkt haben, nach 3 Jahren, die Firma geht's gut. Und dann bin ich auch rübergehupft und in die Selbstständigkeit, ja. Also es waren viele Schritte. Wir haben uns natürlich, es war Risiko da, es war nicht zur Sicherheit, Sicherheit. Aber wenn man schon das Risiko eingeht und Risiko kann man minimieren, je nach Know-how, Gefühl, wie ist man als Person selber. Und das hat dann für uns... Aber da habt ihr anders getickt als andere Jugendliche, die vielleicht... Natürlich, die sind jetzt, das ist ein anderes Zeitalter auch, wir leben sehr schnelllebig. Und ist aber nichts verkehrt, das ist die neue Generation. Ja, aber und so fleißig, ne? Weil andere Kinder würden vielleicht nicht am Wochenende arbeiten und nebenbei lernen. Und das auf jeden Fall, also auch bei der Personalbeschaffenheit für die Unternehmen, die wir haben, ist es auch nicht einfach, gute Mitarbeiter, junge Mitarbeiter zu finden, die, also du bist kein Mitarbeiter mehr, aber junge Leute, die motiviert sind. Ja, war immer der Chef. Chef, genau. Noch also, sehr richtig. Max, und das geht sich alles neben der Schule aus? Das ist immer so ein bisschen der Struggle. Also ich glaube, ich habe mittlerweile eine gute Balance gefunden. Am Anfang ist immer wieder die Mama reingekommen und hat gesagt, ja, ich muss erst einmal
lernen? Das ganze Business pausieren. Das habe ich natürlich nie gemacht. Ich habe heimlich immer weitergemacht. Aber ich glaube eben, wie der Hardy gesagt hat, das kommt, die Sicherheit kommt durch die Erfahrung. Also ich habe zum Beispiel am Anfang auch gemerkt, dass ich total überlastet war durch das, was ich mir selber aufgeheizt habe. Ja. Und dann habe ich einmal gestoppt und dann habe ich aber natürlich wieder weitergemacht, weil es mich ja irgendwie angezogen hat. Aber mittlerweile kann ich hier sitzen und habe absolut, im Gegensatz zu meinem Ich von vor eineinhalb Jahren, habe absolut keine Sorge, dass während der Show irgendwelche Nachrichten oder was reinkommen. Ja, das ist ja total krass, was eigentlich diese ganze soziale Medienwelt, auch wenn ich damit arbeite und auch wenn ich Business damit mache, trotzdem psychisch bei Jugendlichen vor allem hinterlässt. Weil man denkt sich die ganze Zeit, schaue ich jetzt aufs Handy, schaue ich jetzt weg. Und ja. Da muss man, finde ich, einfach Erfahrungen machen, damit man das irgendwann in den Griff kriegt. Weil das kann einem keiner von den Älteren sagen. Weil das kommt so schnell und ist jetzt so schnell gekommen, dass es ziemlich schwer ist, glaube ich, zu kontrollieren. Weißt du, was mir bei ihm gefällt? Er sagt, mit 16 Jahren hat er Erfahrung. Da meine ich jetzt. In meinem Bereich. Jahr, was haben wir mit 16 Jahren gehabt? Ja. Nee, ich habe mehr Erfahrung in der digitalen Welt beispielsweise als du. Ja, das ist sowieso. Das streite ich nicht an. Aber denk, ein 16-Jähriger sagt, er hat Erfahrung. Ja. Was ich nicht habe in seiner Welt, oder? Aber ja. Eins meine ich auch nicht. Ja, das stimmt. Ich habe schon mitgemacht alles, aber in... Na, du wirkst schon sehr, Max, wirklich sehr reif. Ja, reif. Für dein Alter. Ne? Ja, andere, reif. Ich mein, der Anton war Lehrer, andere 16-Jährige sind vielleicht anders drauf. Ne? Ja, genau. Ja. Er ist Streber. Hallo, Entschuldigung. Das war jetzt eine Unterstellung. Nein, Unterstellung. Aber das ist witzigerweise, ein Detail, was das meist, wie drückt man das aus? Das, was die Leute am meisten falsch über mich glauben, dass ich nur eins habe und totaler Streber bin, ist aber einfach nicht so, sondern ich tue einfach das, worauf ich Lust habe. Aber jetzt beispielsweise in der Schule habe ich komplett durchschnittliche Noten. Also das ist jetzt nicht irgendwas. Aber deinen Eltern ist es wichtig, dass du die Schule abschließt? Meine Eltern haben mir gesagt, Matura und danach kannst du machen, was ich will. Jetzt mal, oder? Nein, ja, bis 15 muss ich an die Schule gehen. Ne? Aber ich habe bis 18 Ausbildungspflicht. Oh, also. Ich könnte theoretisch einen Lehrmeister anstellen und dann Lehrer bei mir selber machen, aber da haben mich meine Eltern blöd angeschaut, als ich das vorgeschlagen habe. Du brauchst nicht so. Du, Max, wo siehst du dich in 10 Jahren? Puh, die Frage ist so schwer, weil ich kriege die öfter und dann denke ich mir immer, es sind jetzt schon allein in den letzten 3 oder 4 Jahren so viele Ereignisse passiert, die ich einfach nicht vorhersehen habe können. Ich hätte mir nie gedacht vor 2 Jahren, dass ich heute da bin, wo ich jetzt bin. Und in der Kadi-Show. Ja, genau. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich jetzt bei dir sitze und mit dir rede. Nein, ja. Aber ich, jetzt generell, also auch von meinem Know-how in dem Bereich, wo ich bin, hätte ich mir einfach nie gedacht. Und ich habe vor 2 Jahren, ich habe Social Media gehabt, aber nur so für mich privat. Und deshalb kann ich das einfach nicht vorhersagen. Ich meine, ich lebe erst 16 Jahre, deshalb ist es schwer zu sagen, wie ich mich in 10 Jahren... Aber jetzt möchte ich so auf was fragen. Bei dir ist ja das besser gewesen. Du bist ja jung. Deine Eltern wollen auch noch jung sein. Du 16 Jahre bist und du hast daheim viel mitgekriegt. Unterstützung. Verstehst du? Selber Unterstützung. Das, was ich nicht gehabt habe. Ja. Wir haben eine normale Schule gemacht, Volksschule, Hauptschule, Poli, und dann hast du mit Lernen gehen. Aber du hast für den Home aus, die Jungen kriegen heute, wenn sie wollen, wenn sie nicht faul sind und zufrieden sind für den Home aus, der kriegt die Unterstützung mit. Hättest du lieber was anderes gemacht? Das schwarze Song. Nein, würdest du es ausprobieren, wenn du jetzt an meiner Stelle. Okay. Anton, nochmal zu deiner Burgruine. Ja. Ich finde das einmal cool, dass er Max als Schüler, ich habe ja selber bis zur Matura unterrichtet, Maturanten unterrichtet. Ich habe einmal einen Maturanten gesagt, der glaubt, der wird irgendein großer Manager. Ich habe gesagt, vergiss das Geld. Ich gesagt, mach das, was dir taugt. Geil. Und dann wird es was, dann verdienst du automatisch Geld. Und das, diese Vision, die Jugendliche, das hat man als Lehrer taugt, wenn ich spüre, die Schüler haben eine Vision, die verfolgen die Vision. Ich habe meine Vision mit 66 realisiert. Ja, bitte besser später als nie. Es ist, Aber diese Burgruine, ist das nicht ein bisschen ein Millionengrab? Also verschluckt die nicht viel Geld? Und nein, das verschluckt nur so viel, wie was ich ihm gebe. Es gibt
Es gibt bei denkmalgeschützten Objekten und Ruinen, Burgen, zwei Wege in Kooperation mit dem Denkmalamt. Das heißt, ich lasse verfallen oder ich renoviere es. Als begehbare Ruine ist das vordergründige Ziel, dass das Leute das bewundern, beobachten, begehen können. Das war mein erstes Ziel. Und da sind wir schon sehr nahe. In einem Trakt werden wir die teileingestützten Gewölbe wieder errichten, dass es wirklich besuchbar wird und als Location für Events, Hochzeiten etc. Cool. genützt werden kann. Aber ich weiß auch nicht, wo ich in 10 Jahren stehe, ob das wieder eine Burg ist. Ich glaube nicht. Dann ziehst du ein, das wäre ein Millionengrad. Dann ziehst du ein in 10 Jahren. Naja, ist die Frage, ob die Ruine dürft mich überleben. Ja. Aber, ja. Jetzt hat es ja schon so ein paar hundert Jahre geschafft. Ja, ne? Ja. Ja. Du, hast du eine Frau? Ja, ne? Ja. Und was sagt die dazu? Boah, dann mit dem Geld? Nein, sie ist... ich glaube, sie spürt, dass ich dabei glücklich bin, meinen Vogel auszuleben. Und es geht unserer Familie oder meiner Familie mit meinen 9 Enkel und 4 Kinder, es geht einer gut, wir haben eh alles und es ist einfach mein Vogel. Und ich habe nur ein Areal gesucht, wo mein Vogel fliegen kann. Und ich habe in meinem Beruf, ja? In meinem Beruf habe ich sehr viele betuchte Kunden bedient schon in ganz Österreich. Und ich habe bis auf eine Ausnahme lauter verängstigte, aggressive, stinkreiche, unzufriedene, in totaler Angst lebende, stinkreiche Leute, stinkt nicht negativ, aber reiche Leute ja. kennengelernt, also geldmäßig reiche Leute. Und darum taugt mir das, wenn du sagst, einfach diese Bereicherung, die aus der Kontemplation kommt. Ich bin selber 8 Jahre in ein Priesterseminar gegangen, habe es halt nicht geschafft in den geistlichen Beruf, aber ich fühle mich unter Gewölben in Kirchen, weil ich gehe regelmäßig in Kirchen für die Gottesdienste. Und da fühle ich mich einfach so embryonal geborgen unter den Gewölben. Und das hat kontemplatorisch hat das was. Und wieso waren diese Reichen so ängstlich? Ja, weil sie Angst gehabt haben, dass sie den Besitz nicht mit ins Grab nehmen können. Das haben sie, das spüren ja alle. Ja. Und dass es nicht mehr da ist heute auf morgen. Ja. Nein, weil sie an diesem klammern. Ein reicher Mensch stirbt schwer. Na, genau. Es ist auch was Abstraktes. Also geht es ja abstrakt. Wenn ich jetzt einen Garten habe und da habe ich ein Gemüse und das tue ich dann ernten, dann kann ich das angreifen, genau. Ich kann es verkochen, ich kann damit was tun. Aber Geld, was habe ich da? Ein Geldschein, das ist ein Papierl. Ein Kontostand, das ist irgendwas Virtuelles, was ich mir anschauen kann. Aber das ist ja irgendwie nichts Greifbares. Deswegen habe ich ja gefragt, den Karl mit diesen Autos, ja, dass das ja belastend ist, weil du musst ja die Versicherungen zahlen mitunter, dann musst du schauen, dann hat irgendein Auto was, dann musst du die Reifen wechseln. Also diese Dinge, das mit einem ist man schon oft überfordert. Ich glaube, ihr seht das falsch. Ja. Wahrscheinlich. Es gibt Gott sei Dank in Österreich Wechselkennzeichen. Da kann man mehrere Autos auf ein Kennzeichen nehmen. 10? Und die Autos, meine Autos, haben mit Luxus sowas von überhaupt nichts zu tun. Das sind alte Chaisen, die ich geschenkt bekommen habe, billig gekauft habe, um ein paar 100 Schilling. Und dann herrichte selber. Spielen damit. Spielen. Das männliche Spielzeug. Genau, spielen, das ist das Spiel. Der Ritter! Ja. Das ist das, nur komplett anders, warum ich mir diesen Riesengarten mit dem Riesenhaus gebaut habe. Dasselbe Refugium, wo ich mich zurückziehen kann. Ich habe einen Teich dort gebaut. Ein Pendler hat gesagt, da ist so ein schönes Energieloch, wenn man dann nach der Arbeit, Schule ist ja auch Arbeit, obwohl manche sagen, Lehrer arbeiten nicht viel. No. Wenn man nach Hause kommt, sich dort an den Teich setzt, in 5 Minuten bin ich ruhig, bin in meiner Meditation versunken und lebe auf. Und was sind das für Gebete? Hätte ich weder meine Musik, noch meinen Garten, noch mein Haus, noch alles, was ich tue, ich wäre längst ein Psychotiker. Meine Mutter hat mir schon gesagt, ich bin megalomanisch veranlagt. Und wenn ich das nicht auslebe, bin ich es nicht. Du, und was sind das für Gebete? Welche Richtung? Nein, es gibt keine Gebete. Ich, du hast gesagt, du betest in der Dank. Ich sage Dank für alles, was mir gegeben wurde, für alle meine Fähigkeiten, für meine Familie, für meine Bekannten, für meine Freunde. Hast du das bei den indigenen Völkern gelernt? Ich brauche keine Völker. Okay, das hast du nur so für die. Okay. Das kommt von Meditation. Oben. Meditation. Mhm.
Genau. Und da merke ich, dass ich mich da dir sehr nahe fühle. Also so auch wirklich ganz klar so diese Haltung zu haben, ja, es liegt nicht alles in meiner Macht. Also ganz vieles kommt mir entgegen. Richtig. Vieles, Man kann nicht verlangen, es kommt. Ich kann nicht Herrin über mein Leben sein. So vieles kann ich gar nicht. Richtig. Das habe ich vorhin gemeint. Das kommt, nehmen, Gesetz der Anziehung. Glücklich sein, den lieben Gott danken und es genießen. Genau. Das ist wichtig, dann kommt eh alles. Und deine Mama ist auch sicher total stolz auf dich, ne? Sie ist sehr happy, sehr stolz, ja. Was würdest du denn, Charlie, mit 1 Million Euro machen? Ich wollte es nehmen. Aber ich weiß es nicht, wenn du es schnell fragst, nach einer Woche, was mache ich damit? Das war ja die Frage, was würdest du machen? Ich mache es, ich und 2 Kinder. Die würden es kriegen, ne? Sicher. Lieber Dr. Magister Martin Fehlinger, wen macht Besitz glücklich? Die Glücksforschung spricht da ein sehr einheitliches Bild. Und zwar sprechen wir ausschließlich mal vom Materiellen. Ja, weniger vom Ideellen, wir haben von Geweihen und Fällen gehört. Das ist ganz was anderes, sondern wirklich vom Materiellen. Und der macht so lange glücklich, bis die Grundversorgung geschaffen ist. Also solange wir ein Leben mit Essen, mit Wohnen, warm führen können, ist das wichtig und das kann tatsächlich auch Glück bedeuten. Nur dann ist das Materielle, was darüber hinausgeht, nicht mehr so entscheidend und teilweise gar nicht mehr entscheidend für unser Glück. Das hat 2 Gründe dafür. Das eine sind die Erwartungen, dass immer die Erwartung ist, noch mehr und noch das und dieses dazu zu bekommen und dann sich zu erwarten, dass aber der Wohlstand steigt, der aber schon erreicht war und es steckt dann nicht mehr sehr viel. Und das zweite ist die Gewöhnung. Wenn ich jetzt einmal in 5 Jahren in ein Drei-Hauben-Lokal gehe, dann ist das ganz was Besonderes. Dann ist das ein Genuss. Wenn ich das jede Woche mache, dann wird es Routine und dann ist es nicht mehr so spannend. Das heißt, Glück ist, und das haben wir so schön jetzt auf der Bühne gesehen, eigentlich das, was zufrieden macht, wo man enthusiastisch dahinter steht, wofür man brennt, was man gerne machen möchte. Und das kann jetzt etwas sein, was Geld bringt. Ja, und das kann vielleicht auch etwas sein, wo gar kein Geld da ist bei der Schwester. Ja, aber es ist das, was ihr wichtig ist, was sie als Lebensinhalt sieht. Und da ist beim einen wie beim anderen nicht wichtig, ob da hinten raus jetzt die Millionen rauskommen oder nicht. Und inwiefern belastet ein zu viel an Besitz? Es kann belasten. Es gibt da so ein schönes Zitat von einem amerikanischen Philosophen, der gemeint hat, so wie es beim Essen ist, dass man auch, wenn man zu viel isst, und das kann das feinste Essen sein, aber den Körper schädigt, so scheint es auch eine Grenze zu geben an der Menge an Dingen oder an der Menge an Besitz, der auch psychisch schaden kann. Ja, und einige Dinge sind ja schon hier auf der Bühne gefallen. Das eine war, man muss sich darum kümmern. Es kostet Zeit. Es gibt auch so den Satz, wenn man weniger hat, dann hat man Zeit für das Wesentliche. Und im Speziellen ist das natürlich das Kloster. Wenn ich gar nicht hier an den materiellen Dinge denken muss oder will, dann habe ich natürlich besonders viel Zeit, mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Aber natürlich auch die Frage nach, wenn ich etwas habe, es muss mehr werden, ich muss es anlegen. Wie schauen die Aktienkurse aus? Es soll ja nicht das bleiben, was es ist. Es soll ja nächstes Jahr noch mehr werden. Es soll größer werden. Das Thema der Vererben. Ja, ich möchte das irgendwo weitergeben. Wie werde ich das machen? Soll ich dem oder jenen, der mein Erbe, mein das, was ich geschaffen habe, gut weiterführt? Das können Fragen sein, die für manche Leute sehr, sehr zermürbend sind. Jetzt ist der Max vielleicht das Anti-Beispiel, aber gerade viele junge Menschen, also so ab 20 und aufwärts, reduzieren sehr, wohnen zum Beispiel in Tiny-Häusern oder haben nur so einen umgebauten kleinen, weiß ich nicht, so ein Auto und fahren da durch die Welt. Brauchen nicht viel. Ist das nur so ein bisschen ein Trend? Oder gibt es eine Umkehr, dass die Menschen sagen, wir im Sinne von Nachhaltigkeit und wir reduzieren, wir brauchen nicht so viel? Ich würde es schon als Trend sehen. Also du hast gerade den Begriff gesagt, Nachhaltigkeit. Und das ist etwas, das vor allem in der Jugend, bei jungen Menschen ganz, ganz stark vertreten ist. Nämlich durchaus die Dinge
verwenden wollen, aber nicht zwingend besitzen wollen. Ja? Und Carsharing oder Ähnliches. Ich habe ja die Möglichkeit, das zu bekommen, aber auf eine andere Art und Weise. Natürlich kann man auch als Einwand bringen, dass natürlich auch die finanzielle Situation bei jungen Menschen, gerade beim Einstieg ins Berufsleben, nicht immer so erfolgreich wie bei Max aussieht. Ja? Und vielleicht auch die Grenzen dadurch aufgezeigt sind. Da gibt es dieses oder jenes. Aber ich glaube, dass es schon eine Trendumkehr ist. Es kommt jetzt ganz auf die Persönlichkeit von Menschen. An manchen ist es besonders schwer, etwas von sich zu geben und etwas weiterzugeben. Das hat viel mit der Kindheit zu tun. Ne? Also das kommt von einer Persönlichkeitsstruktur zur anderen ein bisschen anders an. Aber das Ideelle ist ja nichts Schlimmes. Toll, dass man diese Erinnerungen hat, die mitnimmt und damit leben kann. Eine letzte Frage. Es gibt Menschen, die wollen immer mehr. Naja, zum einen erzeugt das scheinbar ein Gefühl in ihnen. Und dieses Gefühl, ein Haus zu kaufen und einen Reichtum zu zeigen, ist ein Gefühl, das sie immer und immer und immer wieder erleben wollen. Das ist ein Typus von Menschen. Zum einen. Zum zweiten ist es natürlich auch die Frage, wer bin ich? Und wenn ich mich vor allem über das, was ich außen habe, definiere, dann brauche ich noch 5 Häuser. Wenn ich sage, ich bin einfach mit meinen Sozialkontakten, mit meinen Vorlieben, mit meinen Interessen der, der ich bin, dann wird mir das vielleicht nicht so wichtig sein. Genau. Vielen lieben Dank, Dr. Fehlinger. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, vor allem Max, der ja so viel zu tun hat. Alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg. Wir bleiben dran an dir. Ich denke mir, da müssen Sie jetzt für sich selber entscheiden. Trennen Sie sich von gewissen Dingen? Lüften Sie einfach ein bisschen im Haus? Oder sehen Sie es ein bisschen so wie der Charlotte? Weil Besitzen materielles Wohl sein kann, aber auch, man kann auch besitzen, Gesundheit, Zeit mit den Kindern, unvergessliche Momente, Hobbys, Liebe, das Herz. Ja, das sind also Dinge, das kann man ja auch besitzen, ein gutes Herz. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag, bedanke mich fürs Zuschauen. Ihnen brennt so viel auf der Zunge und Sie brauchen nur die Gelegenheit, darüber zu reden? Dann nutzen Sie jetzt Ihre Chance und rufen Sie uns an unter 0900 91 00 98.